Ich werde mich jetzt bemühen, so laut zu sprechen, dass auch Dagmar Koller mich versteht, und freue mich auf eine Premiere. Nämlich Annette Frier ist zum ersten Mal bei 3 nach 9. Herzlich willkommen. Das ist schön, danke, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich nicht auch. Mehr gewusst, was ich sage. Wir wollen reden, unter anderem, über etwas, was, wo der Zugang oft nicht so leicht ist. Aber ich glaube, man kann allen, die sich mit dem Thema schwer tun, gleich die Angst nehmen, weil Sie haben einen wunderbaren Weg gefunden, sich diesem Thema zu nähern. Nämlich Menschen, die an Demenz oder Demenz-Symptome zeigen. Etwas, was viele von uns wahrscheinlich aus den eigenen Familien kennen. Sie haben etwas ganz Besonderes gemacht. Sie haben nämlich mit Demenzkranken gearbeitet. Sie haben mit denen ein Chor gegründet. Und Sie müssen uns erklären, wie es kam, dass Sie bei den vielen Möglichkeiten, die Sie haben, tätig zu sein, als Schauspielerin, als Comedian, warum haben Sie sich diesem Projekt gewidmet? Was war Ihr Zugang? Also es war nicht meine Idee, sondern die Linde Stroh, Produzentin von der Tower Production, die ist auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und hat das mir das ganze Projekt, wenn ich das alles richtig verstanden habe, was es auch in England schon gegeben hatte, in Großbritannien, mit die BBC hat das mal gemacht. Genau. Also genau. Sozusagen eine deutsche Version. Ja, genau. Und die hat mich das gefragt. Dann sind Sie auf Sie zugekommen. Ja, die Produktion hat mich das gefragt, hat mir das ein bisschen vorgestellt. Und wir waren uns vorher begegnet in verschiedenen Zusammenhängen. Und ich propagiere ja auch immer für mich, dass es bei uns in unserem Beruf darum geht, dass mich Menschen begegnen, dass das der Moment ist in jeder Probe, am Set, auf der Bühne, dass das eigentlich unsere einzige Aufgabe ist, Aktion, Reaktion, also dass wir das sozusagen, das Menschsein dahinlegen. Und dann haben die mich das gefragt und habe ich gesagt, nee Leute, da bin ich nicht die Richtige, die Idee ist super, ich singe den ganzen Tag von morgens bis abends, also ich habe schon andere Hallen leer gesungen, aber da braucht ihr einen guten Gastgeber, der sich mit dem Thema auskennt. Ich habe gedacht, da muss auch was ganz Investigatives. Ich habe so richtig Schiss gekriegt, als sie mich gefragt haben, weil ich dachte, nee, das ist zu verantwortungsvoll, wenn ich da 20 Leute habe, die in einer Demenz stecken plus Angehörige. Das ist dann wichtig, dass das Hand und Fuß hat und ich da nicht hinkomme und mich sozusagen als Laie näher. Also alle meine Ängste, die ich hatte, waren natürlich begründet und entpuppten sich für mich dann aber nach 2, 3 Tagen, dass ich gesagt habe, und genau deswegen, weil genau deswegen kann das ja gar nicht falsch sein, also auf das Thema zuzugehen. Davon mal abgesehen, dass in meinem Bekannten- und Freundeskreis natürlich, dass ich das Gefühl habe, dass fast jeder betroffen ist mittlerweile. Das ist sozusagen von maximalem Interesse für uns alle und wird immer relevanter in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Wo Millionen und was machen wir? Was machen wir mit diesen, und ich möchte gar nicht nur sagen mit den Betroffenen, die demenzkrank sind, sondern mit den ganzen Familien. Was haben wir für ein Gesundheitssystem im Moment? Klar ist, es gibt keine Heilung für Demenz. Es gibt die Pille nicht. So. Und es wird gern so ein bisschen abgetan. Ach so, und ja, und dann singt ihr schön. Und dann sind die sicher alle fröhlich. Ehrlich gesagt, ja. Genau. Dann singen wir und dann sind die alle fröhlich am Samstag. Das schauen wir uns auch gleich an. Ja. Aber ich rede mich sofort in Rage. Nee, das ist schön, dass Sie sich in Rage reden. Aber hatten Sie einen Zugang zu dem Thema auch aus Ihrer eigenen Familie? Meine Oma, die Mutter meiner Mutter, die Oma Edith, die hatte zwar keine Demenz, das war tatsächlich eine andere Diagnose, aber das waren ganz viele Symptome einer Demenz. Und die waren immer dienstags bei uns zu Hause, meine Großeltern. Und meine Oma war zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr krank und war quasi, wir haben das immer ausgeschaltet genannt. Wir haben immer gesagt, die Oma ist ausgeschaltet. Wenn meine Mutter in der Küche war, was ist, die Oma ist wieder ausgeschaltet. Und wenn wir gesungen haben, mein Opa hat sich immer ans Klavier gesetzt, dann war die wach. Also es war so, meine Oma kam richtig in Schwingung und in dem Raum an, wenn wir gesungen haben oder wenn wir gegessen haben. Das sind die zwei Dinge, die ich erinnere. Und das Dritte, was für mich eigentlich noch viel prägender war, was mich seitdem sowieso immer, ich habe diesen Stressfaktor bei meiner Mutter so krass gesehen. Wenn Dienstagmittag ich aus der Schule kam und wir wussten, um 4 Uhr kommen die beiden, dann war meine Mutter so angespannt, weil die wollte, dass es gut wird, dass es alles richtig macht. Und es gab oft Streit und Stress mit meinem Großvater. Und da habe ich immer gedacht, Wahnsinn, was meine Mutter dieses Thema beschäftigt hat. Also sozusagen ihre Mutter wiederum. Und das war jetzt in dem Chor, und das fand ich auch ganz wichtig, das Besondere. Es ging nicht nur um die Leute, die von der Demenz betroffen sind, also unser Chor, sondern die sind immer mit einem Angehörigen gekommen.
Also wir haben immer dann da den Chor sitzen gehabt und einen tollen Chorleiter, den Eddie Hünecke gehabt. Und die Angehörigen saßen dabei. Und am Anfang war mir das überhaupt nicht bewusst. Und nach 2 Wochen habe ich gedacht, na klar, hier sind 2 Leute. Das ist 50-50. Der eine ist krank und der andere muss den ganzen Tag das Gesicht dazu machen, ist maximal überlastet. Und Sie haben mit beiden Seiten ja Kontakt gehabt, also mit denen im Chor. Mhm. Was auffällt, dass die Menschen im Chor relativ jung sind. Ja, wir hatten 2 sehr junge Leute, Anfang 60, die Diagnose mit Mitte 50. Das war mir auch gar nicht klar. Das ist so, wenn man sehr früh eine Demenzdiagnose bekommt, dann ist das auch mit der Lebenserwartung eine andere Sache, weil das wesentlich schneller voranschreitet. Also das ist nicht dieses übliche, ab Anfang, Mitte 70 kann das eventuell sein, dass die Oma ein bisschen tüdelig wird oder die Mama, sondern dann ist da ein Beschleuniger drin. Wie hat denn die Leute ausgesucht? Das war ein Aufruf sozusagen, der gestartet wurde. Okay. Das, bundesweit, ne? Bundesweit. Mhm. Wir haben aber dann sehr schnell gemerkt, naja, wir treffen uns natürlich in einem Raum. Das war eben kein Zoom-Meeting zum Singen, wie wir das jetzt seit 4 Monaten machen würden, sondern wir mussten natürlich die Leute irgendwie aus der Nähe rekrutieren, sodass das dann aufs Rheinland hinauslief. Aber das war nicht meine Personalie, sondern das war Zufall. Annette, wollen wir uns mal anschauen, wie das dann aussah? Ja, dieser Chor. Klasse! Ich freue mich! Da kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Das sehe ich den ganzen Tag. Wenn man da selbst noch mittendrin steht, sage ich mal. Ja, also ein Applaus. Also wenn jetzt hier wirklich Applaus. Also, Sie haben es vorhin schon angedeutet, hilft diese Musik den Menschen, die davon betroffen sind? Ja, es wird ja begleitet von einer wissenschaftlichen Studie von der Universität Frankfurt, vom Max-Planck-Institut. Und die haben Cortisolproben genommen, vor und nach den Proben. Die haben die Leute quasi ganze Zeit interviewt. Also, sie haben dieses sogenannte subjektive Wohlempfinden sowohl bei den Chorteilnehmern als auch bei den Angehörigen die ganze Zeit durchgetestet. Und ehrlicherweise, so wie ich es erwartet habe, ging die Kurve natürlich so hoch. Also nicht immer, nicht jede Woche gleich, aber unterm Strich ging das so. Und haben Sie denn nicht auch beobachtet, ich habe gedreht in eine Woche lang in so einer Demenz-WG, dass sogar Frauen und Männer, die schon ihre Sprache verloren hatten und gar nicht mehr sprechen konnten, dass sie aber fehlerfrei Texte aus ihrer Kindheit, Texte aus der Kindheit erinnern, genau, mitsingen können, auch wieder artikulieren können, obwohl sie sogar diese Fähigkeit schon verloren hatten. Haben Sie das auch da? Also das sind, glaube ich, noch mal auch 2 Dinge, so viel ich weiß. Nämlich, es gibt im Gehirn einen Bereich, der ist für alte Erinnerungen zuständig und der ist von Demenz fast gar nicht betroffen. Oder ganz oft fast gar nicht betroffen. Das heißt, deswegen können die Leute sich so oft an Kinderlieder erinnern, alte Volkslieder oder sind in Situationen, wo sie sagen, wir sind jetzt wieder hier in dem Raum und du bist doch die Marlene und du bist ja meine Cousine. Und ich würde jetzt gerne mit dir nach Hause gehen. Und das ist wirklich hochinteressant, dass wenn man mal weglässt, diese kognitive Logik hinter den Dingen, dass man sagt, nein, wir sind hier ganz woanders, ich bin gar nicht ihre Cousine. Egal, ist doch völlig egal. Das sind Leute im Raum und das dann sozusagen mitzunehmen und darauf einzugehen. Also wie minimal diese Veränderung ist, ja, auf eine fantastische Reise dann eigentlich zu gehen und was das eigentlich für eine Chance ist. Ich will auf keinen Fall Demenz romantisieren. Bitte nicht falsch verstehen. Das ist schrecklich. Das ist eine fürchterliche Diagnose. Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich habe so viele Leute getroffen, die sich verstecken, die Leute zu Hause lassen, die ganz schnell eine Einrichtung, was ich gut verstehe, aber die sagen, kleiner werden, kleiner, nicht mehr sichtbar sein, also alles wegschließen und so, weil schwierig und im Restaurant schwierig und draußen sowieso. Und ich glaube, jeder, der in der, also, und deswegen ist es jeder von uns, der eine Familie kennt, der weiß, oh Gott, dieser Teil, naja. Und wenn wir da, glaube ich, wirklich, und deswegen habe ich das dann auch auf die erste Frage zugesagt, weil ich gedacht habe, davon redest du immer. Du redest immer davon, dass der Moment so ist, wie er ist. Und dann hält man das aus. Dann hält man das aus, dass Leute verschieden sind. Die sagt das, ich finde das, das finde ich furchtbar, das finde ich gut. Ist doch nicht schlimm. Sitzen bleiben, aushalten, in Kommunikation gehen. Und das war eigentlich dieses Projekt. Also nun sind wir hier keine wissenschaftliche Sendung, kein Magazin. Ich bin auch das Gegenteil. Für Medizin. Und es gibt verschiedene Demenzformen. Es gibt dann noch eine Unterscheidung. Alzheimer, was auch noch was Unterschiedliches. Man kann auch offenbar das Gehirn so aufnehmen lassen, dass man Krankheitssymptome sieht.
Sie haben sich da auch in die Röhre begeben. Ja. Und wie ich weiß, durchaus mit gewissen Ängsten, nicht nur wegen der Geschichte Ihrer Großmutter. Ja, na ja, sondern, wenn die eine an die Rübe guckt, ja, das sondern, ist schon sondern relativ. Weil Sie sagen, von sich sagen, Sie seien vergesslich. Ja, das war ein bisschen drauf. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn man da was gefunden hätte. Und wie war der Befund? Der war 1A top. Also kein Loch. Er waren erstmal keine sichtbaren Löcher. Okay. Ja, so. Nee, das ist natürlich schon komisch gewesen, weil der mich fragte, dieser Wissenschaftler sagte, ja, machen Sie mit, Frau Frier, und ich. Und dann habe ich so richtig gemerkt, ich dachte, das geht ja gar nicht. So, Leute, wir singen jetzt alle und ihr geht schön in den Scan, aber ich bleib draußen stehen. Und dann bin ich wirklich rein und habe gesagt, zu einem von den Wissenschaftlern, habe ich gesagt, Arthur, es ist wirklich so, ich befürchte. Das ist krass, weil ich habe heute schon wieder meinen Autoschlüssel zu Hause liegen lassen, gerade eben das Telefon, das hat mir die Maskenbildnerin gerade gebracht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich mache viele unnötige Gänge. Frau Frier, nun haben Sie gesagt, man sah keine Löcher, also erstmal Erleichterung, aber wie haben denn die Kapazitäten, die medizinischen, Ihre Ausfälle erklärt? Das war sehr schön. Der Arthur, den ich jetzt duzen darf, Arthur Schaller, einer unserer Wissenschaftler. Ich habe wirklich vorher zu ihm gesagt, Arthur, es ist aber übrigens schon bei mir was länger. Es ist ganz schlimm manchmal. Ich sitze irgendwo, gerade wurde mir der Name gesagt und eigentlich schaue ich die Leute an, mir geht es darum, ich weiß es nicht mehr. Und sagt er, alles gut, das ist die Medienkrankheit. Ich sagte, was? Habe ich ja noch nie von gehört. Nee, ich weiß, dass Medien an allem schuld sind, aber auch. Nein, das ist jetzt eher Opfer. Und zwar so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich gestern einen Film abgedreht, ne? Ich hatte gestern Nacht so, da war ein Team von 40 bis 50 Leuten. Die sind jetzt erstmal weg. Die treffe ich vielleicht in 2, 3 Jahren, treffe ich einen Beleuchter oder eine Kollegin wieder, wie die Kathi heute. Und man trifft sich zwar wieder. Katrina Thalbach. Ja. Dankeschön, vielen Dank. Nein, hallo, Frau Walter. Ich freue mich sehr. Wollte nur für die Zuschauer erklären, wer Kathi ist. Ach so, ja. War keine. Genau. Naja, und jedenfalls hat er gesagt, es ist so, du kommst ja nicht dahin, damit du Namen auswendig kennst. Also die Aufgabe, warum ich zum Beispiel an einem Set erscheine, ist nicht primär und nicht auf der ersten, auf der Liste der ersten 5 Dinge, dass ich mir Namen behalte oder dass ich unglaublich da Leute vernetze, sondern ich soll meinen Text sagen, ich soll nichts kaputt machen und soll die Rolle ordentlich spielen. Und weil das so viel ist und wir natürlich alle unter einer totalen Reizüberflutung oder unter einer Reizüberflutung stehen, wie auch immer man das formulieren möchte, der gesagt, das Gehirn sortiert die ganze Zeit. Was ist wichtig? Und wenn ich in einen beruflichen Zusammenhang eintrete, dann sagt das Gehirn, das hier ist heute wichtig, dafür wirst du bezahlt. Und das ist wirklich hochinteressant. Da ich sage, aber Sie haben die Probleme nicht, wenn Sie Texte lernen müssen? Nee, okay. Null. Wirklich wie macht man null. Das eigentlich? Bei Schauspielern habe ich so richtig großen Respekt, weil ihr habt ja wirklich komplette Dialoge im Kopf. Und wenn ich das versuche, geht das bei mir gar nicht. Machst du das immer abends dann? Jetzt ist wieder sein Interesse geweckt. Ne? Das ist statistisch interessant. Ich mach das. Ja. Nee, es ist eine Übung, es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Ach, und der ist dann einfach. Aber liest du die abends durch und dann tagsüber? Wenn ich gut drauf bin, muss ich die nur abends durchlesen. Es gibt dann schon manchmal Gerichtsverhandlungen oder so, da sollte man sich vielleicht 1, 2 Wochen vorher mit so einem. Aber wenn man nicht im Training bleibt, geht das weg. Ich war früher so, konnte jeden Text sofort lernen. Ja. Jetzt? Ja. Eine Woche brauche ich 4 Passagen. Was heißt, es ist ein Training? Okay. Ich würde sagen, das ist ein Training, oder? Was sagst du, Kathi? Ich weiß es nicht. Ich habe ein sehr fotografisches Gedächtnis. Ja. Das hat mir schon in der Schule genutzt. Also alles, was ich nicht konnte, habe ich abgeschrieben aus dem Kopf. Also das war herrlich, immer sehr praktisch. Super. Ist ja herrlich. Und also ich bin auch, bei mir darf man Bücher nicht wechseln, weil ich muss dann genau wissen, ah, jetzt wird geblättert, dann geht's da oben weiter. Das ist meine Rettung. Aber ich habe, also ich lerne einen Text und ich kann ihn relativ schnell. Aber wenn ich weiß, dass ein Stück, also jetzt rede ich mal von Theater, beim Film ist das ja wieder was anderes. Mhm. Da kannst du es ja, wenn gestorben angesagt wird, vergessen. Im Theater spielst du es ja ein bisschen länger. In dem Augenblick, wo ich weiß, dass ein Stück abgespielt ist, vergesse ich es sofort. Krass. Und da gibt es ja Kollegen, die können ihr Leben lang den ganzen Schiller auswendig. Null Chance. Aber das spricht dafür, weil ab heute kommst du nicht mehr in dieses Theater, um dieses Stück zu spielen. Ich habe ein ganz praktisches Gedächtnis. Also was ich nicht brauche, kommt weg. Ja, und wer mich nicht interessiert, wird vergessen. Frau Frier, mir geht zum Schluss noch eine einzige Frage durch den Kopf. Zum Schluss? Was? Ja, weil ich an etwas anknüpfe, was ganz zu Beginn, was Sie ganz zu Beginn gesagt haben. Nämlich auch ich kenne aus meiner Familie diese schreckliche Krankheit.
Und ich weiß von mir selber, dass ich oft die Geduld verloren habe. Das macht mir ein unfassbar schlechtes Gewissen. Ihre Mutter und die Menschen, die Sie gesprochen haben im Film, die Angehörigen der Demenzkranken, kennen die das auch, diese Natürlich. Überforderung? Natürlich, dann, die ganze Zeit. Ja? Ja, ganze Zeit, fast täglich gibt es Kleinigkeiten, wo du denkst, das kann nicht sein, dass er es wieder gefragt hat. Und deswegen ist es so, so sau wichtig, dass man da in Austausch mitgeht. Und dass das nicht in diesen vier Wänden kleben bleibt oft. Also das heißt, dass die Angehörigen auch miteinander reden? Total. Also bei uns war das wirklich innerhalb weniger Wochen, diese Samstage, das ging am Anfang, ah, guten Tag, sehr freundlich, richtig, du konntest nachher an der Körpersprache, es war wirklich so, ah, da ist eine Gruppe, die hat sich was zu sagen, die haben dasselbe Thema. Und das nehmen wir, glaube ich, oft viel zu selten in Anspruch. Also es war damals auch so, dass meine Mutter dann eher nicht vor den Kindern nichts sagen, bis ich irgendwann gesagt habe, Mama, ich weiß doch, wie gestresst du bist. Ich sehe das doch. Das ist dann war das schon fast süß, wie sie wirklich dann so, alles in Ordnung. So, jetzt aber. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich sehe dich seit heute Morgen. Du bist so. Also ich finde das großartig, dass Sie sich überwunden haben und dieses Projekt gemacht haben. Und ich hoffe, dass Sie diese Sendung nicht so schnell vergessen, ablegen, sondern bald wiederkommen. Und dann reden wir zum Beispiel auch über Ihre großartige Rolle bei Maren Kreumann, unserer Freundin hier von Radio Bremen. Maren. Vielen, vielen Dank. Danke auch.